Kapitel 28, Abschnitt 8. Die wunderschöne Beziehung. Gott bittet um nichts, und wie er braucht auch sein Sohn, um nichts zu bitten. Denn in ihm ist kein Mangel. Ein leerer Raum, ein kleiner Graben wäre ein Mangel. Nur dort könnte ihm etwas fehlen, was er nicht hat. Ein Raum, in welchem Gott nicht ist, ein Graben zwischen dem Vater und dem Sohn, ist der Wille von keinem der beiden, die versprachen, eins zu sein. Das Versprechen Gottes ist ein Versprechen sich selbst gegenüber, und es gibt keinen, der dem gegenüber, was er will, als Teil dessen, was er ist, untreu sein könnte. Das Versprechen, dass es keinen Graben zwischen ihm und dem gibt, was er ist, kann nicht falsch sein. Welcher Wille kann zwischen das treten, was eins sein muss, und in dessen Ganzheit es keinen Graben geben kann? Die wunderschöne Beziehung, die du zu allen deinen Brüdern hast, ist ein Teil von dir, weil sie ein Teil von Gott selbst ist. Bist du nicht krank, wenn du dir selber deine Ganzheit und Gesundheit, die Quelle der Hilfe, den Ruf zur Heilung und den Ruf zu heilen verweigerst? Dein Erlöser wartet auf die Heilung, und die Welt wartet mit ihm. Du bist auch nicht von ihr getrennt. Denn Heilung kann nur eins sein oder überhaupt nicht, da ihr Einssein da ist, wo die Heilung ist. Was außer ihrem Gegenteil könnte die Trennung berichtigen? Bei keinem Aspekt der Erlösung gibt es ein Mittelfeld. Du akzeptierst sie gänzlich oder akzeptierst sie nicht. Was ungetrennt ist, muss verbunden sein, und was verbunden ist, kann nicht getrennt sein. Entweder ist ein Graben zwischen dir und deinem Bruder, oder ihr seid eins. Es gibt kein Dazwischen, keine andere Wahl und keine Treue, die zwischen beiden aufzuteilen wäre. Eine geteilte Treue ist nichts als Treulosigkeit beiden gegenüber und macht nur, dass du dich im Kreise drehst, um unsicher nach jedem Strohhalm zu greifen, der irgendeine Erleichterung zu versprechen scheint. Doch wer kann sein Haus auf Stroh erbauen und auf es zählen als Schutz vor dem Wind? Der Körper kann zu einem Heim wie diesem werden, weil er kein Fundament hat in der Wahrheit. Doch genau deswegen kann gesehen werden, dass er nicht dein Zuhause ist, sondern nur eine Hilfe, um dir beizustehen, das Zuhause, in dem Gott wohnt, zu erreichen. Wenn dies sein Zweck ist, dann ist der Körper geheilt. Er wird nicht dazu verwendet, den Traum der Trennung und der Krankheit zu bezeugen. Noch wird ihm müßig die Schuld dafür zugewiesen, was er nicht tat. Er dient dazu, der Heilung von Gottes Sohn zu helfen, und zu diesem Zweck kann er nicht krank sein. Er wird sich mit keinem Ziel, das nicht deines ist, verbinden, und du hast die Wahl getroffen, dass er nicht krank sei. Alle Wunder sind auf dieser Wahl begründet und werden dir in jenem Augenblick gegeben, wenn sie getroffen wird. Keine Formen von Krankheit sind gefeit, weil die Wahl nicht als Form getroffen werden kann. Die Wahl der Krankheit scheint eine Wahl der Form zu sein, doch ist sie eins, so wie ihr Gegenteil. Und dementsprechend bist du krank oder gesund. Doch niemals du allein. Die Welt ist nur der Traum, dass du alleine sein und denken kannst, ohne Einfluss auf diejenigen zu nehmen, die von dir getrennt sind. Alleinsein muss bedeuten, dass du getrennt bist, und bist du es, so kannst du nur krank sein. Das scheint zu beweisen, dass du unweigerlich getrennt bist, doch heißt es nur, dass du versucht hast, das Versprechen einzuhalten, dem Unglauben treu zu sein.
Unglauben jedoch ist Krankheit. Er ist wie das Haus, das auf Stroh erbaut ist. Es scheint ganz solide und in sich fest zu sein, doch lässt sich seine Stabilität nicht unabhängig von seinem Fundament beurteilen. Wenn es auf Stroh ruht, braucht man die Tür nicht abzusperren, noch die Fenster zu verschließen und die Riegel vorzuschieben. Der Wind wird es zu Boden werfen und der Regen wird kommen und seine Spuren tilgen. Worin besteht der Sinn, in dem nach Sicherheit zu suchen, was für Gefahr und Angst gemacht wurde? Warum es mit weiteren Schlössern, Ketten oder schweren Ankern belasten, wenn seine Schwäche nicht in ihm selber liegt, sondern in der Brüchigkeit des kleinen Grabens aus nichts, auf dem es steht? Was, das auf einem Schatten ruht, kann sicher sein. Möchtest du dein Haus auf etwas bauen, was unter dem Gewicht von einer Feder zusammenbrechen wird? Dein Haus ist aufgebaut auf der Gesundheit deines Bruders, auf seinem Glück, auf seiner Sündenlosigkeit und allem, was sein Vater ihm versprochen hat. Kein heimliches Versprechen, das du stattdessen gabst, hat das Fundament seines Hauses erschüttert. Die Winde werden es umbrausen und der Regen wird dagegen trommeln, doch ohne Wirkung. Die Welt wird fortgeschwemmt und dennoch wird dies Haus für immer stehen, denn seine Stärke liegt nicht in ihm selbst allein. Es ist eine Arche der Sicherheit, die auf dem Versprechen Gottes ruht, dass sein Sohn auf ewig in ihm selber sicher ist. Und welcher Graben kann sich zwischen diese sichere Zuflucht und ihre Quelle stellen? Von hier aus kann der Körper als das gesehen werden, was er ist, wobei sein Wert nicht weniger noch mehr ist als das Ausmaß, in welchem er verwendet werden kann, um Gottes Sohn zu seinem Zuhause zu befreien. Und mit diesem heiligen Zweck wird er für eine kleine Weile zu einem Heim der Heiligkeit gemacht, weil er deines Vaters Willen mit dir teilt.